Alloch verschränkt die Arme. Ich würde es Ihnen zutrauen. Er winkt mit einer Hand. Rede zunächst mit denen, die diese Vermissten gemeldet haben. Vielleicht fällt dir etwas auf, was wir übersehen haben. Ich möchte dich etwas anderes fragen. Ja, natürlich, ich habe Fragen zu dem vermissten Fall. Ich gebe dir Bescheid, wenn ich etwas herausgefunden habe. Ja, der letzte Akt. Das ist diese Quest, die ich bis jetzt immer übersehen habe. Koren, ein Medium der Dünnrotstraße, hat mich gebeten, einen vermissten Fall nachzugehen, den er aus Zeitmangel nicht selbst bearbeiten kann. Koren vermutet, dass Beseler dahinter stecken und will, dass ich die Angelegenheit regle, mit allen Mitteln. Koren hat mir von drei Vermissten berichtet und mir gesagt, wer sich jeweils als vermisst gemeldet hat. Ich sollte mit Olli, Lora und Elka sprechen. Olli besucht regelmäßig ein Bordell in Ondras Geschenk. Lora ist Händlerin in Kupferweg. Elka verbringt ihre Zeit in Farnheim. Da sehen wir uns aber dafür auf, wenn wir wieder zurück sind aus der Wildnis. Jetzt erst einmal mit Lady Web reden. How fares your search? Wie kommst du mit deiner Suche voran? Ich habe noch andere Fragen. Sprechen wir über was anderes. Ich kann dir etwas über die Operation des Schleiernden Schlüssels berichten. Well, let's hear it. Na dann raus damit. Der Engvitanische Turm in Erbhügeln enthält eine uralte Maschine, welche den Strom der Seen kontrollieren kann. Der bleierne Schlüssel hat sie aktiviert. This is troubling. That civilization seems to have known more about the mechanics of souls than anyone since. The leaden key was born in that period. It may be that Theos has full knowledge of their technology. The applications of this machine you speak of. I don't want to think about it. Das ist besorgniserregend. Diese Zivilisation scheint mehr über die Mechaniken der Seele gewusst zu haben als jeder nach ihnen. Der bleierne Schlüssel ist in dieser Zeit entstanden. Vielleicht weiß Taos alles über ihre Technologie. Die Anwendungsmöglichkeiten für diese Maschine, ich will sie mir gar nicht ausmalen. That isn't enough to take to the Duke, but we're close. Avar Wulfgrin is a cautious man. He will want to know everything possible before being moved to action. Das reicht nicht, um den Duke zu überzeugen, aber wir sind nah dran. Avar Wulfgrin ist ein vorsichtiger Mann. Er wird alles wissen wollen, bevor er zur Tat schreitet. Das ist alles. Dieser Fortschritt ist recht ermutigend. Ich hoffe nur, dass wir nicht zu spät sind. Ja. Einsiedler von Haus Hadrid. Ich berichtete Levi Webb über das Werk des bleiernen Schlüssels in Erbhügel. So, dann geht es jetzt auf die Brücke. Und von der Brücke aus geht es erstmal nach Khet Nuur, damit wir unsere Burg verteidigen können. Und ja, wenn ich es mir so ansehe, habe ich das Gefühl, ich bin zu effektiv. Meine Burg wird ja nie fertiggestellt sein. Was baue ich eigentlich jetzt gerade? Ernsthaft, baue ich gerade irgendwas? Ich baue gerade nicht mal was. Da bin ich blind. Kaserne. Ja, die Kaserne. Ist fertiggestellt. Aber wurde mir nicht angezeigt. Wie unfreundlich. Ich weiß nicht, westlicher Wachturm jetzt? Oder Burghof, Bibliothek, Kaserne? Nee. Händlerstände brauchen nur einen Tag.
Försterhütte, Waldlandpfade. Hiermit könnte ich mein Prestige weiter erhöhen mit ziemlich wenig Geld und nur in einem Tag. Dann machen wir das mal. Ja, und hier könnte ich jetzt Leute anwerben. Um auch noch das Prestige ein bisschen und die Sicherheit zu verändern. Nehmen wir mal die zwei. Und ja, wen könnten wir noch nehmen? Nehmen wir noch den hier und den Goldpaktritter. So. Da habe ich jetzt vier Leute unter meinen Fittichen, die pro Tag 40 Kupfer verlangen. Das ist aber in Ordnung. Ich könnte 8 maximal haben. Oh, Serien steht hier rum. Na, ich habe diesen verfluchten Keller nicht gesehen. Moment mal, du hast doch kaum... Du sollst vorsichtiger sein, wenn du in dein Bett einlädst. Sei nicht sauer, nur weil ich dich ausgebotet habe. Hi, Serien. Du hättest die Gesichter dieser feinen Pingeln sehen sollen, als ich eingezogen bin. Ah. Good day, stranger. Die Zwergin ist gekleidet und parfümiert wie eine Adlige, doch ihre von der Sonne gegerbte Haut und die Schweißflecken auf ihren Kleidern lassen darauf schließen, dass sie schon lange hier draußen war. Tut mir leid, ich habe keine Zeit. Ich suche und ich untersuche Kinder als verschwinden. Sie hebt eine Augenbraue. Der kleine Orlana nimmt den Fall endlich ernst, ja? Die Dünnroschall ist im Moment etwas unterbesetzt, daher schickt Kuren mich. Wenn du meine Hilfe willst, dann pass auf, was du sagst. Charmant, es ist mir ein Rätsel, warum dieser Kender dich einfach so verlassen sollte. Nehmen wir dir eins. Nur ich bin froh, dass sich jemand darum kümmert. Sie verdreht die Augen. Egal, ich sage dir, was ich kann. Was willst du wissen? Erzähl mir von Kender. Was gibt es da zu erzählen? Er war ein recht junger Bursche. Nicht unbedingt der hellste, aber immer angenehme Gesellschaft. Woher kennst du Kender? Elka grinst. Wir haben uns in den letzten paar Monaten häufiger getroffen. Es war eigentlich eine kleine Affäre, nichts von Dauer. Sie zupft sich Fusel vor den Ärmeln und blickt weg. Er war ein kleiner Narr, aber ein liebenswerter kleiner Narr. Was hat Kenner getan, bevor er verschwand? Sie lacht traurig. Die Rede des Generals aus die Wimpfe des Waldes hat er zum Besten gegeben. Insbrünstiger und grauenhafter, als ich es je zuvor gehört habe. Sie schüttelt den Kopf. Ich liebe den Kerl, aber er war ein tragischer Versager. Und doch hat er es irgendwie geschafft, bei einer Schauspielertruppe unterzukommen. Wann und wo hast du das letzte Mal mit Kinder gesprochen? Vor einer Woche. Er kam zu mir und wir haben uns ein wenig amüsiert. Danach schliefen wir ein. Als ich erwachte, war er fort. Keine Nachricht, nichts. War in letzter Zeit was Ungewöhnliches an ihm aufgefallen? Er hat sich in letzter Zeit häufiger mit seiner Gruppe von Schauspielern getroffen. Sie schien recht nett zu sein, bis auf diese Frau. Sie blieb böse drein. Diese Frau mit ihren langen, dünnen Beinen und ihren schlanken Armen, mit ihren tief ausgeschnittenen Kleidern und diesen unmöglichen Schuhen. Wie hieß sie? Ihre Gesichtszüge verhärten sich. Ich weiß es nicht. Ich habe mir nie die Mühe gemacht, es herauszufinden. Sie lässt ihre Arme langsam fallen. Ich wusste nicht, dass es wichtig sein könnte. Mehr Fragen habe ich im Moment nicht. Wer dir noch mehr einfällt, du weißt, wo du mich findest. Ja, da wollte ich nicht hin. Ich frage mich eigentlich, was passieren würde, wenn ich jetzt in das Domnell-Haus reingehen würde. Hey, ich bin in Trutzbucht jetzt Held. Und auch bei den Schmelztiegelrittern. Bei den Dutzenden bin ich nur ein Verbündeter.
Zwillingsholm kenne ich auch sogar schon, da bin ich neutral. So, Adelwendbrücke. Und von da aus dann erstmal nach Khet Nua zurück. Ihr solltet doch zur Adelwendbrücke, oder? Für. Die Vergessenen. Ja, die sollte ich hier treffen eigentlich. Ja, da kommen sie auch schon. Oh, hi. Die Hand des Mannes ruht sanft auf dem Griff seines Fliegens, als du dich näherst. Was hast du mit uns zu schaffen? Sagt dir der Name Bakossi etwas? Ja, und du bist spät und wir hassen es, wenn man uns warten lässt. Ich hoffe, das passiert nie wieder. Kommen wir zu den Einzelheiten unseres Arrangements. Am südlichen Ende des Docks in unseres Geschenk gibt es eine lose Planke. In der Nähe dieses versunkenen Schiffs. Hinterlege die Bezahlung dort, nur Edelsteine und Münzen. Edelsteine am liebsten, sie sind einfach zu tragen als riesige Geldsäcke. Gut, wir nehmen die Bezahlung und ersetzen sie durch invitalische Relikte von etwas geringerem Wert. Ich sage geringer, weil wir natürlich zuerst unsere Anteile abziehen. Wir machen schließlich die ganze Arbeit und tragen fast das komplette Risiko. So läuft der Hase. Einfach und sauber. Wie kann ich mir sicher sein, dass ihr nicht einfach das Geld nehmt und verschwindet? Dieses Arrangement ist gut genug für Mestre Fossilo und für Mestre Ross. Dir gefällt es nicht, dann lass es bleiben. Werden die Lafontaner nicht wütend? Die Elfe grinst. Wenn wir erwischt werden, was nicht sehr oft passiert, sorgen wir dafür, dass die Lafontaner nicht sehr lange wütend bleiben. Augenzeugen wären zu lästig. Woher wisst ihr, welche Relikte wertvoll sind? Ich weiß viel über die ingvitanische Kultur. Wenn ich sage, dass etwas wertvoll ist, dann stimmt das. Amverson hat sich noch nie getäuscht. Dein Meister braucht nicht zu befürchten, dass wir ihm Schrott verkaufen. Ihr betreibt dieses Arrangement schon länger, ohne je erwischt worden zu sein? So ist es. Die valianische Botschaft Agosti weiß von uns und versucht uns das Handwerk zu legen. Aber er ist nicht so klug, wie er glaubt. Außerdem sind unsere Mäzene in den Republiken mächtiger und einflussreicher als er. Wir haben nichts zu befürchten. Ich habe keine weiteren Fragen. Gut, in ungefähr einer Woche haben wir was, etwas für dich. Schlechte Neuigkeiten, Orimav. Bakosis Käufer kommt nicht. Die Ritter haben ihn wohl zum Verhör mitgenommen. Ich nehme an, dass Agossi dahinter steckt. Also was geht hier vor sich? Wer ist das? Er starrt dich an. Sein Blick wird hart. Gute Frage. Verdammt, eine unangenehme Situation, in der wir stecken. Stumm zurückstarren. Sie weiß zu viel, bringt sie um. Ja. Aller Feuerball sie. Aller Schutzschild. Aller heil dich. Edea, nimm mal was von Aller. Oder auch nicht. Okay, wir brauchen Skelette. Okay, der haut den da um. Oh, Palegina ist gelähmt, das ist nicht gerade gut.
Palegina hört auf, gelebt zu sein. Okay, Palegina hat niedrige Gesundheit, nicht so gut. Dorenz, mach mal irgendwas Vernünftiges.